beginnt. Und damit mit diesem Schlachtruf begrüße ich euch hier wieder zurück bei einer neuen Folge von World of Warships hier auf dem wunderschönen Kanal. Wieder alleine, wie gesagt, ich nehme ja diese Parts, ich nehme immer zwei Folgen Minimum im Voraus auf, so dass ich ungefähr eine ganze Woche auskomme. Sonntags sind ja sowieso schon die Projekte raus, die eben jetzt damit zu tun haben hier, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Cayman Sachen. Die Caymans kommen hier wieder, wie gesagt, auf meinem Kanal regelmäßig jetzt bis zum zweiten Sonntag im Februar habe ich da Videos rausgebracht von den ersten Sachen. Da sind ein paar Sachen, ich muss sowieso noch die Playlist da noch einstellen und ja, wir sind hier diesmal in der britischen Sache. Ein Hoch auf die britische Armee. Und wieder auf der Eismap. Das Schiff habe ich mir nicht genau angeguckt gehabt, die Stats. Wir sind hier mit der Black Dings unterwegs hier. Und ja, mehr gibt es einfach nicht zu sagen. Ich habe die Folge, wie gesagt, gleich im Nachhinein aufgenommen. Regt jetzt mich ein bisschen dämlich, bis die ersten Leute in Sicht sind. Da sind sie schon. Da sind sie. Alter. Gerade mal einen Treffer. Viel zu wenig. Er wird Dauerbeschuss. Kann ich beidrehen? Kann ich beidrehen? Das ist die große Frage. Ich könnte beidrehen, sodass die drei Geschütze auf den gehen. Komm, 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 drei Geschütze. Ja, drei Geschütze auf einmal auf den. Komm, so läuft das ab hier. So läuft das. Komm, drei Geschütze auf einmal. So, erstes Schiff ist down. Nächster, komm. Ich würde mal sagen, diese Runde bin ich sehr, sehr schlecht unterwegs. Geil, alle drei Geschütze auf den einen. Aber ich würde mal sagen, ich bin sehr schlecht unterwegs gerade eben. Feuer, das löschen wir mal gleich mal. Ah! Dieses Mal war es wohl kein so guter Kampf. So, ich bin der Einzige, der leider zerstört worden ist, aber ich würde mal sagen, wir haben gesehen gehabt, dass es doch schon ziemlich hart war. Wir haben 83 Schaden gemacht, ja, gar nicht mal so schlecht. Den Toten kann man zwar nicht mehr geben, aber das macht nichts. Module, wir können das Schiff verbessern. Okay, das weiß ich, dass man das hier das Schiff verbessern kann. Für ein paar Punkte kann man auch noch hier das neue Schiff holen. Aber wir haben noch nicht so viel Geld mäßig, haben wir relativ gut kriegt. Achso, okay. Von dem Geld zu dem Geld. Also man könnte sich hier schon einiges holen. Was ist das? Feueranlage auf Modul 2. Aber weil wir im Moment noch alle ausprobieren und noch nicht wissen, welches Schiff wir nehmen, gehen wir das nächste. Und damit begrüße ich euch wieder. Ach nee, wir sind ja in der gleichen Runde. Ha! Habe ich das ganz vergessen. Ja, ich habe jetzt den Japaner. Was ist denn das für eine Flagge? Sowjetunion, obwohl Japaner da stand. Ja, ja. Wir haben richtig geil. Irgendwie sieht das hier interessant aus. Wir müssen mal gucken, wo sind wir denn jetzt diesmal? Wir sind hier auf der Seite. Okay. Da gehen wir in unsere liebe Kampfposition hier rein. Gehen erstmal auf die Map vielleicht. Denn ich möchte, gerne mit hier hin. Das Autopilot finde ich gleich gar nicht mal ganz so schlimm, schlecht. Und da können wir uns das Schiff ein kleines bisschen angucken. Also ich finde es interessant, dass hinten kein Geschütz, so ein Geländer ist, sondern einfach nur
abgeht und dort irgendwie wie eine Art Bahnschienen da sind. Finde ich sehr interessant. Wir sind vor allem 25 Knoten unterwegs, was sehr schnell ist. So, und da geht's los. Alles klar, noch lauter geht's ja nicht. Treffe ich? Ja, Treffer. Du blöd rausnehmen. Das ist richtig nice. Ich glaube, wenn dieses Jahr bei der Gamescom auch wieder Wargaming wird, hundertprozentig da sein, ihre PCs aufgebaut hat mit... Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Mit World of Warships oder sowas, da bin ich hundertprozentig dabei, weil ich wieder so die richtige Lust gefasst habe. Komm, geh kaputt. Ich muss mich auf das nächste Schiff konzentrieren. Danke. Maschinenschaden. Nee, 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 nee. Kein Maschinenschaden. Wir sind froh, wenn wir noch leben. Wir sind froh, wenn wir leben. Wir sind froh, wenn wir leben. Wir sind froh, wenn wir leben. Ich bin tot. Gib's doch nicht. Ey, was ist denn jetzt los? Das kotzt mich doch sowas an. Die zweite Runde in Folge verlieren wir jetzt einfach mal. Und wir spielen gegen fucking Bots. So Leute, ich bin zwar schon in der nächsten Runde zum Join, aber mir ist eingefallen, ich mache am besten jetzt den Schluss. Dann kann ich nächste Runde nochmal zwei andere Schiffe zeigen. Das läuft sich ziemlich gut mit den Schiffen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und bis zum nächsten Mal, sagt euer Mann Sport mit den Ernie bei den Inseln. Ciao, ciao.